Hallo zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tiber. So, Tag 35, die Horde, die Nacht naht. Wir farmen gerade noch ein wenig. Und dann geht's zurück in die Battle Base, ne? Jawohl, genau. In unsere Horden Base. Vorläufige noch. Ich nehme das Holz hier mit, alles was ich kriegen kann. Weil man kann ja nie wissen. Naja, also ich glaube bei unserem Wald, den wir drüben haben. Ah, da steht auch ein Cooler im Zelt. Baumstamm. Honig, sehr schön. Honig ist immer gut. So, eigentlich sind wir hergekommen wegen Eisen, gell? Ja. Ich hätte nur den Weg gemacht wegen Eisen. Oh. Na, dann werde ich noch das etwas Ding Eisen da, das können wir auch scrollen. So. Oh. Schon ist wieder ein bisschen mehr Platz. Ah ja, und da ist noch was drinnen, ne? Ja, ist heiß. Den Hirschen lasse leben, weil ich will nicht wieder nach Fleisch riechen. In einem Mehllager haben wir mal unter den Baumstämmen auch was gefunden, gell? Ah, ja, das stimmt allerdings. Wir haben ja eine Munitionskiste drunter. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, da stehen Riesenautos herum, brauchst ewig lang zum Aufmachen und nix drin. Nur ein Schmarrn. Schmarrn mit Ohren, sagt man bei uns. Na. Na. Ah, da vorne kann ich was looten. So. Das nächste Interessante, da drüben das Bauwerk, aber ich glaube, da war die Tibor schon. Ja, da war ich schon, hab dich gesehen. Schlurf ich mal zu dem hier. Da ist natürlich nichts drin. Was kriegt man eigentlich aus dir raus? Stein. Okay. Na, Stein haben wir mittlerweile genug. Den bauen wir nicht extra ab. In Zimtpol. Die Eisen geht. Naja, ich habe einiges gescrapt und zusammengelegt und so und dann. Jetzt habe ich glaube wieder zwei, drei Plätze. Wenn du willst, können wir schauen, ob wir irgendwas haben zum Zusammenlegen. Ja, das wäre fein.
Kommen wir mal in deine Richtung. Ach, Gott, schlurft. Ein Kriecher. Oder. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Ehrlich? Hm. Wo? Geradeaus, der hängt dann an. Ah, jetzt kommt er drüber. Ah, da. Und weiter hinten kommt der nächste. Naja, ich sehe ihn. Oh Gott. Hm? Da kommt noch einer. Echt jetzt? Oh ja, die sind. Ich würde das gern mitnehmen, aber ich hab keinen Platz. Uiuiui. Da kommt. So, bevor wir die ausnehmen, schauen wir mal kurz, was wir zusammenlegen können. Irgendwo ist noch was. Ja, irgendwo ist dort, noch. Dort ist ein Kriecher. So. Hinter dir. Und da. Hm, bei mir ist da. Der ist im Weg, der Strauch. So, jetzt müsste es gehen. So. Aber jetzt. Holz 349. Ja, ich habe 2 Eier. Nein, ob man, ja, kannst drüber geben. können wir das Holz stecken? Ja, ein bisschen was kann ich stecken, aber nicht mehr viel. Baumwolle, Gläser. Baumwolle, ja, nein, Glasfragments. Baumwolle habe ich immer gleich auf Glasfragments geändert. Na, dann schmeißen wir das Holz rüber. Dann können wir das stecken. Federn? Jetzt ist das Holz gesteckt. Ich habe jetzt 2x1000. Okay, ich habe den Rest genommen. Leere Gläser hätte ich. Ich habe 7. Passt, ich schmeiß da 3 raus. Pizza? Mhm. Wassergläser? Nein. Also gefüllte? Nein. Kaffee? Nein, Kohle habe ich. Honig? Nein, ich habe Sand 7 Stück. 7 Stück Sand, dann schmeiß raus. Okay, Knochen habe ich 7. Nein. Papier? Nein. Hm. Casino-Token? Nein. Okay. Na, okay, ich habe jetzt 1, 2, 4 frei. Ah, Knochen. Da ist er. Schmeiß ich raus. So, ich habe jetzt 2 frei. Passt. Okay. Dann nehmen wir das auf, was da so herumliegt noch. Dann können wir die mal löschen. Ah ja, Speerspitze, sage ich, Pfeilspitze. Ja, wieder ein Knochen. Hm. Gammelfleisch. Nicht so wichtig. Das ist aber so ein Gammelsandwich. Okay. Close Fragment. Da. Erstens haben wir jetzt 119, das heißt. Ich kann noch einiges an Eisen abbauen. Mhm. Ein Autowrack wischen.
Ich habe eine rote Jeans. Ich. Bitte? Ich habe eine rote Jeans gefunden. Jetzt habe ich endlich auch eine Hose. Ja, cool. Hast du noch keine Hose gehabt? Ich habe nur die selbstgemachte. Aber ja, wir haben doch schon lange mehrere Hosen bei uns in den Kisten. Okay. Dumm gelaufen. Ja. Na, passt. Okay, ja, super. Und welche Qualität? Grau. Grau, okay. Oh, und ein Bär. Die andere Richtung. Richtung, also von mir aus nur ein Stück Richtung Süden. Ich glaube Richtung Norden, das ist. Bin ich safe. Er geht aber, glaube ich, nicht in dieses Biom rein. Er hält sich da in dem Mischwaldbiom auf. Okay. So, ich brauche eine Axt. Es ist. Ich werde mal langsam Richtung. Also Base gehen. In die Richtung dort hin abbauen. Mhm. Noch was? Da drüben. So, wo bist du? Ah, du bist da hinten, okay. Ja, ich hab da noch ein bisschen Eisen gefarmt und. Ja, ich hab da ja auch noch genug von mir. Ein paar Sachen noch gelootet. Oder zumindest reingeschaut, war ja alles leer. Nein, ich glaube. Hm? Da ist noch ein Rucksack. Leider nicht nehmen kann. Okay. Lass ihn liegen. Hast du irgendwo noch Platz? Ja, na, kommt drauf an, ob ich es decken kann oder nicht. Was soll ich aufnehmen? Ein Wasserglas, einen orangen Waffenteil, Spiked Club. Ja, da kann ich mal reinschauen. Das Wasserglas kann ich. Zack. Den, ja, okay, den Club, den da mal scrappen. Weil ich kann den Spiked Club mittlerweile in grün. Das reicht vollkommen. Und die Teile für die Waffe nehmen wir mit. Mhm. Was schmeißen wir raus? Sand? Hast du Sand? Ja, siehst du, Sand habe ich auch schon wieder. Schmeiße ich dann in meinen Rucksack hier. Okay. Ist da. Super. Keine Ahnung, wo ich den hier habe. Ja, das ist, wenn du da einen Ton oder so drauf hast. Ja, ich bin komplett voll. Ich kann nur mehr Metall stacken. Und hat
Ja, ein paar andere Sachen lassen sie nur stacken, aber ansonsten ist das Inventar voll. Na gut, dann lass uns zurückgehen. Ah ja, Zombie. Wo? Da oben. Ah ja, da hinten. Egal. Okay, hat mich gesehen. Kommst du? Oh. Warum ist der Pfeil schon wieder durchgegangen? Ach, er kommt nicht. Kleberstoff. Also Klebstoff. Kleberstoff, ja. Ah, du hast ihn getroffen, okay. Ja. Egal. Den lasse ich liegen. Können wir ihn selber auch machen. So. Abmarsch. Mhm. Zumindest die Rohstoffe haben wir schon, ich glaube, wissen tun wir es noch nicht, wie es geht. Retour. Bis ich zu der bin hinter dir. Grünzone da heroben. Ja, dann brauchen wir nicht durch die Kakteen latschen. Ah, Geheimtrick. Ja, genau, stimmt. Das nicht mehr aufnehmen. Ja, ich denke mir gerade, ich glaube, ich nehme das Holz gar nicht mehr auf. Okay. Ups, mitten rein. Die Zombie-Dame. Huch. Achtung, ich gehe in den Nahkampf. Okay, das war nicht so. 13 Munition, das hört sich gut an. Ich muss nur irgendwas rausschmeißen, dann schmeißen wir das Sandwich raus. Ein Stück, das lässt sich verschmerzen, glaube ich. Okay, da habe ich jetzt Leder auch noch bekommen. Das wird spannend, wo kommt das her? Und einmal Painkillers werden drinnen. Okay. Ich stopfe das Leder auch rein, falls das du nehmen kannst. Ah, jetzt liegt alles heraus. Da ja, ist jetzt was runtergefallen. Wird da gerade attackiert von dieser Mistgöre. Die werden langsam lästig. Schon wieder einer. Mhm. Geh wieder in den Nahkampf. Okay. Ja. Da hinten noch einer. Ich glaube, wir lassen das liegen. Die werden jetzt... So. Geh weg, geh weg. Abmarsch. Ich baue auf, du kommst einfach hinten nach. Okay. Ja. So, langsam werden sie lästig. Ach, wie Gelsen. Bob. Gut. Dann wärmen wir mal das ganze Zeug los, frischen uns auf, machen Pfeile nach. Kartoffeln lege ich rein. Riesen lege ich rein. 13 Munition, das ist nicht schlecht. Die werde ich vorläufig gleich einmal in meinem Inventar behalten. Ach,
drauf. Du hast abgebaut, hast gesagt. Ist schon abgebaut. Sehr gut. Jede Menge Zeugs. So, dann baue ich mir gleich Bolzen nach, ne? Mit ein paar Federn. So, was haben wir momentan? 69 hätte ich. Ja, bauen wir. 131. Craft. Nein, nicht 131. Dem Zeug, sondern 131 Bolzen. Warum habe ich jetzt gar keinen? Achso, ich habe nur im Mining-Helm offen, das war auch nicht gescheit. Deshalb ist mir so warm geworden. Das ist aber gar nicht schlecht, weil da kannst du. Es ist gar nicht schlecht, da kannst du, wenn es finster ist, die Zombies beobachten. Ja, aber kriegt halt Schaden, wenn es die treffen. Ja, das wird auch. Ich leg das ganze Zeug mit dem anderen zusammen. Und so weit leuchtet er ja nicht wirklich. Ne? Ja, da hier oben ist Golden Rod abzubauen. Mach ich gleich. Oh, das ist ja drin. Oh. Na gut. Soll ich halt was ein. Ja, wir haben eigentlich die Sendezeit erreicht. Ja, ich würde sagen, wir schalten wieder ein, wenn's kurz vor 22 Uhr. Ja, wenn's 12 schlägt, sozusagen. Genau. Das sind Zombies. Also, wenn's euch gefallen hat, dann Daumen hoch und schaltet wieder ein, wenn's heißt 7 Days to Die mit Anduin und Tibra. Ciao, ciao. Ciao.